Piano meets Vibes meets Wester. Unter diesem Namen stand im vergangenen Jahr ein einzigartiges Konzert dreier bekannter Schleswig-Holsteiner Musiker. Das eingespielte Duo Piano meets Vibes hatte für einige Konzerte einen besonderen Gast. Hallo, mein Name ist Richard Wester, ich bin Musiker und Komponist. Wohne in Schleswig-Holstein, etwas nördlicher von Kiel, zwischen Kappeln und Flensburg. Und habe heute Abend hier ein Konzert in der Fachhochschule in der Aula der Mehrzweckhalle. Ich bin eigentlich von zu Hause aus Saxophonist, bin damit auch berühmt geworden in Anführungsstrichen und bin aber auch Flötist. Ich liebe Querflöte und habe seit meinem 16. Lebensjahr Querflöte gespielt und auch studiert. Piano meets Vibes, die meisten von Ihnen und von euch kennen diese Konstellation, diese beiden hier, die vor mir sitzen, sind vom Lande aus gelobt worden für den Landeskulturpreis vor einigen Jahren. Sie machen ganz tolle Sachen und irre viele CDs und Auftritte und Tourneen nach Brasilien und weiß der Teufel was. Begrüßen Sie mit mir zusammen Piano meets Vibes, Jens Schlieker und Nils Rover. Das heutige Konzert ist gekoppelt mit dem Bunker D. Das heißt, die Ausstellung im Bunker fasziniert mich dermaßen. Ich finde es großartig, dass Klaus Heinze als Kanzler dieser Hochschule diese Kulturaktivitäten hier voranschiebt. Und wir mögen uns, wir schätzen uns. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Klaus, lass uns doch mal ein Konzert machen in dieser merkwürdigen, großen und coolen Halle, die aber ganz viel bietet, nämlich auch andere Atmosphäre als andere Hallen, und deswegen spielen wir heute in einer kreisförmigen Konstellation in einer Arena-Bühne. Das Publikum sitzt ganz um uns herum, was sehr ungewöhnlich ist, und unsere PA, das heißt das Klangsystem, ist auch dezentral und klein drumherum gesettet, und das wird für das Publikum und für uns sicherlich ein großes Abenteuer werden. Jazzmusiker haben die 13. Bunkerwoche genutzt, um mit ihrer Musik Gutes zu tun. Die Erlöse des Konzerts gingen an den Bunker D.